Und herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu Let's Play Harveys neue Augen. Ja, wir müssen immer noch dafür sorgen, dass jetzt die ganzen Anzeichen, dass... wer ist denn das da unten? Ein Clown. Die ganzen Anzeichen, dass Edna sich hier befindet, die müssen wir erstmal entsorgen. Zum einen haben wir diesen Ballon dort oben. Na, der sieht aber echt, nicht gerade sonderlich fröhlich aus für einen Clown. Und er raucht. Kinder, raucht nicht. Rauchen ist ungesund und überhaupt. Und Lilly, du vor allen Dingen auch überhaupt nicht, ne? Was müssen wir noch machen? Ich glaube, wir müssen noch den Baum mit der Widmung entfernen. Und wir müssen noch das Tagebuch. War es das Tagebuch? Aber, bevor ich jetzt mit ihm da rede... Wir haben das Schwert nämlich hier letztes Mal nicht aufsammeln können und Frank ist immer noch... Ich finde das mit diesen Zensurdingern hier... Ich finde es ja niedlich. Es hat schon was, ne? Ist ja jetzt nicht so, dass man darüber nicht ein-, zweimal lachen könnte. Aber dass keiner von den anderen Charakteren in diesem Spiel das wirklich wahrnimmt, was hier gezeigt wird... Naja, gut. Lilly freute sich immer, wenn etwas übrig blieb, aber meist waren das nur Brotkrumen oder Knochen und so. Brotkrumen und Knochen. Das kennen wir doch von Hänsel und Gretel, nicht wahr? Sie sieht doch ein bisschen aus wie eine Gretel, kann das sein? Okay, wir schauen uns erstmal diesen fröhlichen Clown an. Lilly war begeistert. Sie hatte noch niemals einen lebendigen Clown aus der Nähe gesehen. Nur den Toten, der nachts immer vor ihrem Fenster stand. Ja. Du... Igitt, noch eins von der Sorte. Verzieh dich. Ich bin heute nicht zu Scherzen aufgelegt. Aber du bist doch, also eigentlich Clowns und die müssen doch fröhlich sein und so. Du wunderst dich wahrscheinlich, was ich hier zu suchen habe, oder? Mein Name ist Ernst. Der lustige Ernst. Und ich habe mich hier als Kindertherapeut beworben. Aber nein, die Oberin hat schon einen anderen gefunden. Diesen Dr. Marcel, ein Irrenarzt. Ist das zu fassen? Den Typen würde ich nicht einmal an meine Kinder ranlassen, wenn ich wüsste, wo die sind. Das habe ich nun davon, dass ich auf Psychologe umgeschult habe. Lachen ist die beste Therapie. Super Idee. Seit Monaten warte ich auf ein Engagement. Ich hätte lieber Klempner bleiben sollen. Ja, aber du müsstest dann auch mal lachen, oder? Was? Gefällt dir meine Laune nicht? Soll ich jetzt ein paar Kunststückchen vorführen oder was? Mir geht's halt mies, weil meine Therapieidee gefloppt ist. Lachen ist die beste Therapie. Super Idee. So ein Dreck. Aber das kannst du jetzt, also so würde ich das jetzt auch nicht ausdrücken. Ich meine, es gibt so viele schöne Dinge, über die man lachen kann. Gerade hier in diesem Kloster. Ich meine, oben im ersten Stock, da sitzt ein Mädchen im Klassenzimmer, was am Weinen ist. Und dort in der Kapelle, da wurde jemand von einem Kreuz erschlagen. Das ist doch lustig. Nein? Okay. Kannst du denn Kunststückchen? Was? Du willst Kunststückchen, nicht wahr? Ich wusste, dass ich das nicht hätte sagen dürfen. Okay. Ich schlag dir einen Deal vor. Ich knote dir eine lustige Figur aus einem Ballon und du gibst dann Ruhe, okay? Aha. Also, was darf es denn sein? Was haben wir denn hier? Einen Pudel, eine Giraffe, ein Pterodactylus? Das würde ich zwar gerne sehen, aber wir haben hier auch einen Schraubenschlüssel, eine menschliche DNA und einen Hypercube. Den würde ich auch gerne sehen, aber den Schraubenschlüssel... Ich glaube, damit könnten wir was anfangen. Einen Schraubenschlüssel? Warum nicht? Mit den Dingern kenne ich mich aus. Aber rein der Vollständigkeit halber. Ein Pudel. Der Klassiker. Aber es gibt nur einen Ballon pro Kind. Ich verstehe. Dann will ich doch den Schraubenschlüssel. Einen Schraubenschlüssel? Warum nicht? Okay. Ballon, Klempner. Wir fragen ihn mal nach seinen Zigaretten. Vielleicht gibt er uns hier eine. Was starrst du so auf meine Zigaretten? Die sind nichts für zart beseitete Kinder. Verstanden?
Och, Menno. Aber Lilly ist doch auch schon immerhin mal mindestens 6 Jahre alt. Also in dem Alter. Nein, natürlich nicht. Frag mich jetzt bitte nicht nach diesem Dr. Marcel. Den Typen würde ich nicht einmal an meine Kinder ranlassen, wenn ich wüsste, wo die sind. Er ist ein verbitterter, böser Mann. Es ist überall bekannt, dass er Kinder hasst, seit er von einem kleinen Mädchen die Treppe hinuntergeworfen wurde. Ha! Geschieht ihm ganz recht, dem alten Fatzke. Okay, er wurde von einem kleinen Mädchen die Treppe runtergeworfen. Lilly war es nicht. Früher war ich Klempner, jetzt bin ich Seelenklempner. Was gibt es da nicht zu verstehen? Ich weiß ja nicht. Ballon? Schon gut, schon gut. Ich kenne diesen Blick. Du willst noch einen Ballon. Aber es gibt nur. Ah. Okay, mach mir noch mal den Schraubenschlüssel. So. Dann versink halt weiter hier in deinem Selbstmitleid. Ich probiere jetzt einfach mal mit dem Schraubenschlüssel was aus. Auch wenn das rein physikalisch nicht möglich sein dürfte. Sollte. Wir probieren es trotzdem mal aus. Den Schraubenschlüssel auf die Was Kronleuchterbefestigung. Lilly nun tat, entbehrte eigentlich jeder Logik. Ja. Und sie hörte bereits die Aufschreie der Online-Rezensenten. Aber sie tat es trotzdem. Die Online-Rezensenten klangen heute etwas heiser. Vielleicht sollten sie weniger rauchen. Ja, finde ich auch. Na ja, gehen wir noch mal nach unten, denn wir kriegen ja jetzt auch den schönen Ballon. Ja, da ist der Ballon mit dem Gesicht von Edna drauf. Da wollten wir ja auch eigentlich dran. Oh, und Zigaretten können wir nehmen. Na ja, dann nehmen wir erstmal die Zigaretten. Hallo, Zensurgolem. Der Golem? Clown hatte seine Zigaretten einfach liegen Goble. gelassen. Er musste wohl sehr in Eile gewesen sein. Ja. Ist aber auch diese Clowns immer wieder, ne? Geschafft. Jetzt fehlten noch zwei Beweise, um Ednas Spuren gänzlich zu verwischen. Okay. Was haben wir denn hier noch? Ein Ritterschwert. Die Zigaretten und den Ballon. Lilly hatte keine Ahnung, wie man raucht, aber sie wollte es auch noch nicht aufgeben. Morgen. Vielleicht. Jetzt fehlten noch zwei Beweise, um Ednas Spuren gänzlich zu verwischen. Okay. Wollen wir mal gucken, was Birgit da oben macht? Wir gehen mal schauen, was Birgit macht. Hey, Kapu, hast du uns was Neues zu erzählen? Lilly, ich muss dich unbedingt was fragen. Hat Magst du mich eigentlich? Aha. Gott sei Dank. Ich war mir nicht wirklich sicher. Ich habe da nämlich ein Anliegen. Es geht um meine Gefühle. Und ich möchte dich um einen ganz großen Gefallen bitten. Würdest du etwas für mich tun? Aha. Wirklich? Wow, ich bin ganz aufgeregt. Okay. Ganz ruhig, Kapu. Also, würdest du diesen Brief hier Shai übergeben? Aha. Ich muss sie unbedingt treffen. Also, gib ihr einfach den Brief, ja? Mann, das ist so toll von dir. Du bist wirklich die beste, Lilly. Ich weiß. Ein Brief, ein Liebesbrief. Oh, die arme Lilly ist nur am Seufzen. Ach, sie hat noch nie einen Liebesbrief bekommen. Birgit hatte ihre Arbeit offenbar niedergelegt, aber das Banner mit dem Puma-Motiv hatte sie noch fertiggestellt. Schade, dass Lilly ihr nicht mehr für die gelungene Arbeit gratulieren konnte. Also dafür können wir jetzt wirklich nichts. Ja. Schade, Birgit. Wir hätten Freunde werden können. Dieses Banner war eine Pracht. Birgit hatte ganze Arbeit geleistet. Lilly würde noch viele Nächte lang von diesem Banner träumen. Ja. Oh mein Gott, Birgit. Gut, geben wir jetzt erst ihr den Liebesbrief oder gehen wir erst in die Kantine und hängen das neue Banner auf? Was machen wir? Ich würde sagen, wir geben ihr erst den Liebesbrief. Sie ist nämlich ein bisschen näher. Hallo, Shai. Bitteschön. Oh,
Was hast du denn da Tolles? Ist das etwa für mich? Lilly zögerte. Nicht etwa, weil sie Shai das Treffen mit Kapu nicht gönnte. Sie machte sich vielmehr Sorgen. Es konnte ja alles Mögliche in dem Umschlag sein. Eine Schlange, ein Skorpion oder Milzbrandviren. Schließlich entschied sie sich, Shai den Brief doch zu geben. Aha. Hui! Der ist ja von Kapu. Ein Date? Wie aufregend! Ich muss mir unbedingt noch mehr Glitzerstaub auflegen. Ja. Es waren wohl doch keine Milzbrandviren in dem Brief gewesen. So ein Glück. Ja, wie man das halt sehen möchte. Okay, lassen wir es einfach mal mit ihrem Glück und ihrem Feenglitzerstaubgedönsens alleine und gehen in die Kantine und hängen das Banner auf. Hallo, Frau Oberin Ignaz. Na? Heute schon kleine Kinder gequält? Ah, das nenne ich mal ein vortreffliches Motiv. Effektiv und kontrolliert. Ein Symbol der vollkommenen Selbstkontrolle. Wie die Leitung dieses Klosters. Das wird dem Doktor imponieren. Komm mit, Lilly. Birgit hat eine weitere Auszeichnung verdient. Ihr Fleiß und ihre Zuverlässigkeit sollen festlich belohnt werden. Das lasse ich mir nicht entgehen. Lilly hätte vor Freude am liebsten einen Luftsprung gemacht. Ein Fest hatte es schon lange nicht mehr im Kloster gegeben. Als Lilly das Klassenzimmer betrat, hatte die Oberin bereits mit der Zeremonie begonnen. Es war ein schönes Fest. Seltsam war nur, dass Birgit nirgendwo zu sehen war. Und somit verleihe ich dir das goldene Pfadfinderabzeichen am Bande. Deine Fähigkeiten im Kicken und dein herausragendes Pflichtbewusstsein sind ein Vorbild für deine Mitschüler. Du, Birgit, bist das Paradebeispiel dafür, wie durch eine strenge, konsequente Führung Höchstleistungen zustande gebracht werden können. Ah, Lilly, nimm dir ein Beispiel an deiner Mitschülerin und räum hier auf. Wenn doch nur alle Kinder so pflichtbewusst wären wie Birgit. Das Fest war nur kurz gewesen. Lilly hat es trotzdem gefallen. Dies war vielleicht der schönste Tag in ihrem Leben. Was ist mit der Oberin los? Ich meine, Birgit hängt da an einem Strick und wird pink angekleistert und... Da war es nun. Das goldene Pfadfinderabzeichen am Bande. Birgit hatte es sich reiflich verdient. Ja. Warum hatte sie es nur liegen lassen? Das frage ich mich natürlich auch. Naja, dann nehmen wir es mit. Lilly fand, dass das Pfadfinderabzeichen viel zu kostbar war, um hier offen herumzuliegen. Sie steckte es sicherheitshalber ein. Ja, natürlich. Oh, eine Partytorte. Lilly hatte noch nie eine Torte von so nahem gesehen. Sie hätte weinen können. So sehr freute sie sich für Birgit. Oh Mann. Diese Torte gebührte einzig und allein Birgit. Lilly verdiente nicht einmal, den Tortenboden abzulecken. Ja, aber ich denke nicht, dass... Oh mein Gott, ich gehe hier raus. Auch lustig, dass niemand die Leichen wegkommt. Oh, hallo. Okay. Lilly wollte die beiden nicht stören. Sie sollten den Augenblick genießen. Bald würden sie sich anfangen zu hassen. Und vor lauter Kummer würden Scheiß Haare anfangen auszufallen. Ach ja, die Liebe. Irgendwas stimmt doch nicht mit der kleinen Lilly. Aber wir können jetzt hier hinten in die Wartungsklappe wieder nach oben. Die Frage, die ich mir nur stelle, ist... Die Zeiger der Schuluhr sahen aus wie Schwertlilien. Und die verschnörkelten Maschen, die die Körbe dieser Blumen bildeten, wirkten wie Schwertscheiden aus einem Fantasy-Roman. Sie luden geradewegs dazu ein, etwas hindurchzustecken. Ahahaha, da haben wir doch was. Ein Ritterschwert zum Beispiel.
Das Schwert reichte zwar weder zu den Knallfröschen noch bis zum Seil, dafür passte es aber perfekt in die Maschen des Zeigers. So perfekt, dass es darin stecken blieb. Was sollte Lilly nur tun? Etwa abwarten, bis der Gargoyle von alleine zu Boden fiel? So viel Zeit hatte sie gewiss nicht. Ja, können wir hier noch irgendwas machen? Vielleicht die Uhr umstellen? Wir müssen an die Knallfrösche ran. Naja. Wir gehen erstmal... Wir können jetzt nicht mehr zum Kreis rein. Oder? Doch, zur Sammlung. Denn er hat ja hier irgendwas mit seiner Pfadfinderausrüstung gelabert. Und ich würde einfach mal sagen, wir probieren ihm mal das Pfadfinderabzeichen zu geben. Aber das ist doch... Das ist doch das goldene Pfadfinderzeichen am Bande. Ich hatte ja keine Ahnung, dass mir hier ein waschechter Pfadfinder gegenübersteht. Ich war nämlich auch mal bei den Pfadfindern, weißt du? Na, da leckt mich doch einer an meinen, Sachen bedienen. Die liegen gleich da hinten in der Kiste, weißt du? Denn unter Pfadfindern gibt es keine Sachen wie Besitz und... Gute Nacht, alter Mann. Okay, wir holen uns die Muskete. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass er der Einzige ist, der nachher überleben wird, obwohl er schon quasi mehr oder weniger halb tot ist. Mal schauen, was hier noch so alles drin ist. Pfadfindermesser. Okay. Ansonsten liegt hier nichts. Nur das Messer und die Muskete? Lilly hatte sich eine Muskete zum letzten Nikolaus gewünscht. Stattdessen hatte sie Muskat bekommen, das vom Lebkuchen... Das hatten wir schon. Lilly hatte es sich angewöhnt, keine Messer mehr anzusehen. Sie fand es beunruhigend, wie sie aufmunternd zurückzwinkerten. Ach, ja. Okay. Die Turmuhr klang heute dumpfer als sonst. War es wirklich schon so spät? Okay. Das war's dann wohl mit Kapu und mit Shai. Naja, wir nehmen die Knallfrösche. Jetzt fehlte nur noch ein Beweis, um Ednas Spuren gänzlich zu verwischen. Ja, das ist da die Widmung im Baum. Kriegen wir die am besten raus? Kriegen wir die am besten raus? Moment! Die Kantinenfrau wirft doch gerne mit Messer nach Mitschülern. Das, also jetzt so, wie sich das Spiel generell schon entwickelt. Was hast du da? Ist das etwa mein Messer? Aha. Das kann doch nicht wahr sein, dass so ein kleines Balk wie du mit einem Messer durch die Gegend läuft. Ich sag's ja! Die Jugend von heute ist verdorben wie das Einweggulasch für nächste Woche. Weißt du denn nicht, was so ein Messer für einen Schaden anrichten kann? Soll ich es dir zeigen? Na, siehst du. Also gib schon her, bevor du irgendwen damit verletzt. Sowas. Ein kleines Mädchen mit einem Messer. Unverantwortlich. Hier, nimm stattdessen diese Motorsäge hier. Jetzt, da ich wieder ein Messer habe, brauche ich die nicht mehr. Du schon wieder. Du solltest das. Nein, ich will das nicht. Warum dachte ich mir das? Essen für die Katze? Also so langsam wirst du mir lästig. Die Essenszeit ist und so lange der Ofen. Du hast ja also, es sei denn... Ah, das ist diese Geschichte, okay. Naja, dann nehmen wir uns halt die Motorsäge, da die ja auch so unheimlich sicher ist im Vergleich zu dem Messer. Also so langsam steige ich echt hinter den Humor und hinter die Rätsel von diesem Spiel. Damit kriegen wir ganz sicher das Zeug aus dem Baum raus. Die Widmung. Hey, den müssen wir ja auch noch irgendwie... Wir brauchen das Rezept ja noch wieder. Naja, wir gehen jetzt erstmal hier hinten zu dem Baum hin. Zuka, meinst du wirklich, das ist sicher, was du da tust?
Suka schien Lilly gar nicht zu bemerken. Lilly nahm es ihr nicht krumm. Sie war nicht auf Sukas Aufmerksamkeit angewiesen. Warum sollte sie sich wünschen, dass Suka von der Schaukel rutscht und in der Tiefe zerschellt? Für dererlei Gedanken gab es überhaupt gar keinen Anlass. Ja. Du hast natürlich auch recht. Naja. Wir gehen trotz... Ach, leere Motorsäge. Lilly würde keinen Unsinn mit der Motorsäge anstellen. Als pflichtbewusstes Mädchen wusste sie, dass man nicht einfach drauf lossägte. Sie würde bis nachts warten, wenn sie niemand störte. Ja, aber... Die Idee war gut. Leider fehlte das Benzin für die Kettensäge. Benzin für die Kettensäge... Lilly hatte einen Geistesblitz. Der hochprozentige Alkohol war ein famoser Treibstoffersatz für die benzingetriebene Kettensäge. Die Oberin würde sicher stolz auf sie sein. Also das war fast schon zu einfach jetzt. probieren wir es mal. Geschafft. Lilly hatte Ednas Aufträge ausgeführt und alle Beweise verschwinden lassen. Sie konnte es kaum abwarten, ihrer besten Freundin davon zu berichten. Lilly, Gott sei Dank, ich habe ein neues, viel größeres Problem. Ich kann mein Tagebuch nirgendwo finden und da steht doch alles über meine Fluchtpläne drin. Ich habe sogar eine Karte angefertigt, auf der ich mein Versteck markiert habe. Also vergiss die Sache mit den Beweisen. Nein, vergiss sie einfach. Die waren eh nicht weiter wichtig. Das Tagebuch hat jetzt höchste Priorität. Bitte hilf mir suchen. Wenn die Oberin es in die Finger bekommt, bin ich geliefert. Es muss irgendwo in der Nähe sein. Ja, aber... Lilly wusste natürlich sofort, was zu tun war. Sie wusste sofort, was zu tun war. Oh, Mann. Wofür habe ich den ganzen Mist denn jetzt gesammelt? Im Moment, ich weiß nicht. Ich bin wirklich jetzt offensichtlich hinter das Geheimnis von diesem Spiel gestiegen, dafür, dass ich am Anfang für die Rätsel ein bisschen länger gebraucht habe. Aber so mittlerweile fügen sich die Rätsel vor meinem inneren Auge wie von selbst zusammen. Wobei, keine Ahnung, was das hier zu bedeuten hatte, jetzt, dass ich das kombiniert habe. Egal. So Leute, das war auch schon wieder eine Folge Harveys neue Augen. Wenn euch gefällt, was ich mache, dann Daumen hoch, schreibt Kommentare unter dieses Video und schaltet natürlich auch bei meinen anderen Videos ein. Bleibt anständig und bis zum nächsten Mal.